Ja, hallo und willkommen zurück zum nächsten Sternzeichen. Mehr oder weniger offensichtlicherweise machen wir diese Woche Fische. Ich sag euch, mein Kopf war bei Fische so all over the place. Ich wollte Axolotl, ich wollte Anglerfisch, ich wollte Fischmensch, ich wollte alles. Ja, ich bin jetzt bei so einer Hardcore-Mischung auf LSD-Fisch rausgekommen. Ich wollte unbedingt was mit UV machen, weil ich auch einiges an UV-Sachen mittlerweile in meiner Sammlung habe. Und dachte mir, yay, tun wir dies. Ist nicht ganz so geworden, wie ich es gehofft habe, aber das mit dem UV lieben wir. Meine Lampe geht regelmäßig aus. Bevor wir wieder zu meinem ungeschminkten Issue, das euch erklärt, wie ich den Look gemacht habe, kommen wir erstmal zu unserem Template. Also im Großen und Ganzen war es bisher der schwerste Look. Das ist jetzt der vierte, den ich mache. Einfach, wir haben Glatzenkaffee, wir haben Prosthetics, wir arbeiten mit Latex, wir arbeiten mit Bodypainting. Ich habe diese verkackten Zähne, die nicht richtig sitzen drin. Und dementsprechend ist auch der Ausstattungsgrad am höchsten bisher, weil in Farbe, Latex und so auch noch Glatzenkappe, was ich jetzt nicht darauf tippe, dass die meisten Menschen zu Hause haben. Ja, man könnte den Look auch anders gestalten, dass er weniger Komplexitätsgrad hat. Per se ohne das Grundkonstrukt, also ohne die Prosthetics und die Glatzenkappe, ist der Look zum Beispiel überhaupt nicht schwer. Also wenn man zum Beispiel jetzt nur den Lidschatten und den Eyeliner betrachtet, was das eigentlich ausmacht, das ging voll. Der Verzweiflungsgrad sind tatsächlich die Zähne. Die sitzen super schlecht, ich kann super schlecht entsprechen. Ich auch drauf, ihr versteht mich super schlecht. Ich will die jetzt nur nicht rein und raus machen wegen dem Schlons. Da haben die 30 Euro gekostet. Auch das teuerste. Tatsächlich hatte ich den gesamten Rest daheim. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte sich dieses Ding vom Anglerfisch noch selber machen, kommt noch ein bisschen Zusatzkosten drauf. Ich hatte die Sachen zufälligerweise alle daheim. Vorbereitungszeit lag bei circa so einer Stunde, vielleicht auch ein bisschen mehr, ne, zum Vorbereiten hier von diesen Prosthetics. Aber das war jetzt nicht die Welt. Und Zeit, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich glaube so 2,5 Stunden. Vielleicht auch ein bisschen mehr, weil ich eigentlich geschummelt habe. Ich habe immer wieder zwischendrin geföhnt. Und irgendwann war auch mein Kauakku leer. Und soll ich euch mal sagen, wir haben einfach 0:29 Uhr. Ich so hobbylos des Jahrtausends. Naja. Was sprecht ihr zu dem Look? Wie findet ihr es? Ich muss sagen, also im Gegensatz zu Libra zum Beispiel ist es natürlich viel weniger extrem, so mit Blut und so, sondern auf andere Elemente gesetzt, was ich jetzt eigentlich ganz cool finde. Ich muss aber auch gestehen, meine ganzen Inspo-Bilder, die ich mir rausgesucht hatte oder Sachen, die ich mir angeguckt hatte im Vorfeld, sind schon wesentlich cooler als meins geworden. Aber ich kann mit leben. Sagen wir es mal so. Ich habe ein bisschen Angst, nachher die Glatzenkappe wieder von meinem Kopf zu entfernen, weil ich hier ein bisschen meine Augenbraue gekommen bin. Also wenn ihr mich im nächsten Video ohne Augenbraue seht, bis darum. Ich gucke jetzt mal, ob ich ein paar TikToks so gefilmt bekomme. Weil zum Beispiel in der Kamera bin ich ganz schön unscharf. Ich hoffe, dass das mit dem Handy anders ist. Und dann würde ich sagen, auf zu meinem ungeschminkten Ich. Ich habe hier. Wie ihr seht, habe ich meine Kontaktlinsen schon drin und auch schon was Altes an, weil wir mit Latex arbeiten werden. Und ihr wisst ja, Latex geht ganz offensichtlich nicht raus aus Klamotten. Deswegen. Ja. Und ein Jäckchen, weil es hier drin irgendwie voll saukalt ist. Und die Katzen hüpfen hier rum. Ich bin jetzt hier, die werdet ihr hören im Laufe des Videos im Hintergrund. Ich ziehe mir jetzt erstmal eine Glatzenkappe auf. Weil was auch sonst. Die werde ich tatsächlich auch über meine Ohren machen, bis hier hinten runter, weil wir ja heute Fische machen und ich irgendwie nicht will, dass das menschliche Ohren hat. Unbedingt.
Ich muss gestehen, ich bin mir aktuell über die ganze Reihenfolge meines Make-ups noch nicht so ganz sicher. Ich glaube fast, ich klebe mir erstmal hier die Seitenteile an. Die sind super professionell, Hüstel. Einmal aus Alufolie gemacht. Das ist dann überzogen worden mit so Kosmetiktüchern und quasi Latex. Und das hier sind auch Kosmetiktüchern. Und das Ganze ist auf Moosgummi geklebt, dass ich gleich ein bisschen Fläche habe, um das einzudipseln. Und dann kommen die hier an meine Seiten. Und ich glaube, wenn das hängt, inklusive dann meinem lustigen Frontding, was ich euch gleich noch zeige, dann kommen wir dazu, dass ich hier den Übergang zu machen und... Oh, ich glaube, hier hängt ein paar raus. Den Übergang zu machen und meine Glatzenkappe hängt ein bisschen Katze. Hängt ein bisschen arg schief und sehr weit unten bin ich. Ich bin sehr weit unten gekommen, auch meine Augenbrauen. Hoffentlich habe ich da am Ende Haar. Ja. Genau, ich glaube, die kleben wir erstmal an und dann machen wir Übergang und alles andere. Das lustige Ding wollte ich auch noch zeigen. Die ganze Idee war so ein bisschen in Richtung, ich weiß auch nicht so genau, erst war es nur so Fischmensch, dann war ich so ein bisschen Anglerfisch, mittendrin war ich auch mal kurzzeitig Axolotl. Ich habe mich jetzt einfach auf irgendwas geeinigt. Ich hatte tatsächlich auch erst noch einen Teil gemacht, was so komplett um meinen Kopf geht. Von sowas hier. Aber das fand ich dann irgendwie zu viel und bin dann davon wieder weg. Aber das Ding vom Anglerfisch wollte ich irgendwie beibehalten. Das ist auch einfach nur so ein... Das ist tatsächlich ein Rest von einer Blume, von einer Plastikblume. Und das hier ist aus dem Teddy. Einfach mal so eine kleine Kugel, die man halt selber befüllen kann. Und da ist Babyöl drin und Lidschatten, der unter UV-Licht leuchtet. Und das Ganze seht ihr, ist auch hier mit Latex eingekleidet. Und das Pappenmehl mir nehme ich nachher hier oben drauf. So, mal gucken, wie weit hoch. Dass das dann wie bei einem Anglerfisch so... Das ist dann mein Schwibbelschwabbel. Ich bin mir ziemlich sicher, das Ankleben wird jetzt gleich ein bisschen unlustig. Weil es hält jetzt bestimmt nicht gleich, wie ich das will. Ich versuche das auch erstmal mit Latex. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ihr könnt aufhören damit. Ich würde behaupten, das toppt alles. Vor allem mein lustiges Anglerfischding hängt super tief. Irgendwie ist anscheinend das Köpfchen doch zu schwer für die Basis. Und jetzt hängt es so sautief. Das muss ich mir nachher noch was einfallen lassen. Also das lassen wir nicht so. Warum sind mir das Ganze im Sichtfeld auch? Arg! Aber ja. Also, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich die Sachen mit Latex angeklebt und dann mit so Kosmetiktüchern einfach noch verstärkt. Die habe ich so auseinander gefusselt und dann auch die Kanten, die harten, abgerissen. Und nochmal Latex zurückgegeben. Das Ganze habe ich dann auch geföhnt, damit ich hier nicht noch 8 Stunden sitze. Wo ich nicht so gut mitgedacht habe mit der Glatzenkappe, dass ich jetzt so arg nah an meinen Augenbrauen bin. Eigentlich wollte ich den Übergang von der Glatzenkappe genau wie hier dann einfach machen. Und das mache ich auch. Aber da muss ich nachher beim Abnehmen sehr auf meine Augenbrauen achten. Aber das mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Also ich mache jetzt hier nochmal denselben Spaß und gehe so ein bisschen hoch. So in die Richtung hier. Und wie gesagt, lasst euch da davon jetzt nicht stören. Das richten wir nachher noch. Das machen wir mal noch ein bisschen höher so. Ich hätte es gerne so ungefähr. Also eigentlich hätte es so sein sollen. Aber ihr seht auch hier hinten, ich habe jetzt gerade nochmal ein Gummi drum gemacht, dass die Glatzenkappe noch ein bisschen gerader gezogen wird, sage ich jetzt mal. Aber ich befürchte, die löst das Ursprungsproblem nicht. Da muss ich dann nochmal gucken.
in der Zeit, in der das hier final trocknet, fange ich schon mal an, meinen Rest anzumalen. Dafür nehme ich wasseraktivierte Bodypainting-Farben. Die sind ausnahmsweise von Coolam und nicht von Push Art. Aber auch einfach nur, weil ich fand, dass die Farben ganz gut passen. Das sind die zwei hier, die sind aus der Palette. Ich weiß noch nicht so genau, vielleicht mische ich die oder ein bisschen fleckig, ein bisschen Freestyle. Das muss alles nicht perfekt sein. Ich habe auch hier darauf geachtet, dass ein bisschen Textur drin ist. Das darf ruhig unsauber aussehen. Deswegen lege ich da jetzt nicht so viel Wert auf Perfektion. Wie gesagt, ich fange jetzt hier quasi erstmal den Stellen an, die noch nicht Latex sind. Und dann pudere ich hier den Latex-Teil erstmal einmal ab. Und dann male ich auf Wasser. Ich male jetzt mit Cremefarbe erstmal diese Hörnchen an. Das mache ich mit dem Gelb und dann gucke ich mal, ob mir das gefällt. Und hier diesen lustigen Stab male ich tatsächlich schwarz. In der Zeit kann die wasseraktivierte Farbe ein bisschen trocknen. Ich kann nur sagen, trust the process, weil ich würde es mir auch nicht glauben, wenn ich mich jetzt so sehe. Ach, ich kann euch sagen. Jetzt kommt das eigentlich Coole an dem Look, und zwar... Ich komme damit nicht klar mit diesem verlängerten Kopf. Ich habe mal alles rausgekramt, was bei mir unter UV-Licht leuchtet. Wir haben da dreimal die Paletten von Suba. Daraus nicht jede Palette. Daraus leuchtet nicht jede Farbe. Aber ein paar davon. Das sind hier einfach diese UV-Paletten. Dann haben wir auch das Set hier von Anastasia Beverly Hills. Das ist die von den Cake-Linern. Und zwei Lidschattenpaletten, einmal von Suba, die Hypercolor. Und von Love mit Oscar Atom, da sind jeweils ein, zwei Farben drin, die auch unter UV-Licht leuchten. Ich glaube fast für das Malen dafür kann es sogar sein, dass ich euch mal ausmache, dass ich mir das Licht mal ausmache und meine UV-Lampe anmache. Weil ich befürchte, sonst wird es nichts. Was wir noch schnell machen, bevor ich das jetzt gleich mache, ist, dass ich nochmal in die Cremefarbenpalette gehe und mit dem Dunkelblau nochmal ein bisschen konturiere. Auch wenn ich befürchte, im Hellen wird dieser Look einfach nur lustig aussehen. Ich finde, hier ist schon gar nicht mehr so gruselig. Vor allem mit diesem super tief hängenden Schwibbeltrowel. Aber das mache ich mal noch schnell. Und dann kommen wir zu den Eyelinern und den Lidschatten. Und damit male ich mir dann quasi Highlights und Schattier ein bisschen und Highlighter und... Jetzt bin ich unscharf, das habe ich befürchtet. Schade. Verdammt. Aber seht mal. Mein Schwabbel. Aber jetzt kann ich euch mal die Liner zeigen. Also hier ist es eigentlich nur das Orange, was so richtig heftig ist. Wie gesagt, dass ich jetzt unscharf bin, tut mir wahnsinnig leid. Dann haben wir die UV Taffys von Sua. Da sind es vor allem hier die drei in der Mitte. Das Gelb halt super heftig. In der UV Primaries ist es übrigens eigentlich nur das Gelb. Da ist es sonst nichts, was so krass leuchtet. Und in der UV Bright
ist es vor allem das Orange, was so heftig ist. Auch nicht sagen, ich glaube fast, dass ich das krasser finde. Okay, gibt es sich jetzt nicht so viel. Dann haben wir noch die zwei Lidschattenpaletten. Das ist auch relativ deutlich, das Grün und das Gelb. Das ist übrigens auch hier im Schwibble Schwabbel. Und die Farbe hier. Tatsächlich ist das hier eigentlich eine Palette, also ja, da wird explizit Werbung mitgemacht, dass hier UV-Glow mit drin ist. Aber ich muss sagen, ich finde, wenn die so anguckt, und gerade auch unter dem UV-Licht jetzt speziell, finde ich es nicht so krass. Also das weiß ich so ein bisschen. Oder das Pink so ein bisschen, aber die anderen zwei Farben zum Beispiel. Weil eigentlich wäre das Blaue ja perfekt jetzt für den Zweck. Aber ich finde nicht, dass es so richtig unter dem UV-Licht, ne? Ja, ihr seht, was ich meine. Also im Gegensatz zum Schwibbel-Schwabbel, ne? Wenn wir es jetzt mal so halten. Aber gut. Also ich tippe fast drauf. Ich nehme den Orangen Liner aus der Anastasia Beverly Hills Cake Liner Trio Palettendings. Dann nehme ich noch die Suva Palette. Die hier. Das ist die blaue, die UV Taffies. Und die 2 Liter Palette. Und gesagt, getan, damit male ich mir jetzt Dinge ins Gesicht. Die UV-Lidschatten aus der Oscar Atom Palette haben super viel Fallout. In meinem Fall kam mir das zugute. Ich wusste, dass das so kommen wird. Und ich finde es tatsächlich ganz cool, dass es das dann so fleckig ist. Wie ihr seht, habe ich auch in dem Bereich sehr fleckig gearbeitet. So, fand ich cool. Und so breiten wir uns jetzt nach und nach über das Gesicht aus. Einmal mit den Lidschatten und auch einmal mit den Linern. Ja, das hier habe ich voll verkackt. Also Freunde, da, das war nicht gleichmäßig. Aber auch hier, ne, über diese lustigen Seitenteile. Und ich habe mir so Horrorzähne gekauft, weil ich fand, dass die ganz gut ins Konzept passen. Die sind so voll kacke hinten, musste man die mit Polymorph irgendwie so festmachen. Und irgendwie, die sitzen super schlecht, kann ich nicht empfehlen. Würde ich mir jetzt auch nicht nochmal kaufen, aber ich wollte sie für den Look gerne verwenden, weil ich sie mir gesagt gekauft habe. Und auch das fand ich sehr passend. Aber machen wir erstmal weiter mit unserem Lidschatten. Gut, dass ich eben nochmal geguckt habe, was das Fische-Symbol ist. Ich hätte jetzt knallhart Krebs hingemalt. Wie das letzte Mal verstecken wir hier. Also verstecken in Anführungszeichen wir das hier so mal ein bisschen. Tadation. Das ist gerade der Zwischenstand im Hellen. Ich zeige euch das aber natürlich gleich nochmal im Dunkeln. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ihr jetzt vom Anmalen alles gesehen habt, weil meine Kamera kurz zwischendrin irgendwann leer war. Aber tatsächlich war eigentlich die Hauptdevise irgendwie Lidschatten, irgendwie Eyeliner. Und dann habe ich tatsächlich einfach knallhart auch nochmal die Pinsel genommen und bin wirklich so über mein Gesicht. Also es ist überall von diesem Staub. Einfach weil ich dachte, dass das cool aussieht. Jetzt kommt noch mein Fellgebiss rein. Und Schleim. Weil ein bisschen eklig muss es ja schon sein. Ach, halt stopp, ich wollte den Pink nehmen. Das ist tatsächlich einfach so Faschingszeug. Nicht in meinen Mund. Ich dachte, das könnte ganz cool aussehen. Ich glaube nicht, dass es zum Verzehr geeignet ist. Ich kann in dem... Oh, voll rein.
kann in dem Gebiss nur sehr schwer sprechen, es tut mir leid. Ich zeig euch das Ganze jetzt nochmal unter UV-Licht. Ich befürchte, dass die Kamera das nicht so gut eingefangen bekommt. Aber wir hoffen mal, dass ihr ein bisschen was erkennen könnt. Ich hätte gehofft, dass der Schleim mehr leuchtet. Das ist schon stark unscharf, ne? Ah ja, gut. Dinge, schön. Nimmt es mir nicht übel, dass ihr uns gerade so schlecht versteht und dass ich so unscharf bin. Sorry. Gut. Ich habe meinen Zwiebelschal voll unvorsichtig mit einem. Das war meine Lampe. Verdammt. Ach, Kacke. Mit so einem Holzstäbchen hochgesteckt. Im Dunkeln sieht man es gar nicht so. Jetzt muss ich meine Lampe erstmal wieder aufheben. Ach, blöd. Also die Idee mit dem UV-Ding und dem Anglerfisch finde ich weiterhin ziemlich cool. Wie gesagt, die Zähne waren hell. Es ist auch nicht anders so geworden, wie ich gedacht habe, dass es wird. Aber das kennen wir mehr von mir. Ich weiß auch nicht, wie ich gedacht habe, dass es wird, aber ja. Ich hoffe, die Fische unter euch fühlen sich gescheit repräsentiert damit. Für sie diesen UV-Look an sich finde ich ziemlich cool. Das ist meine Lampe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Sternzeichen wieder. Macht's gut!